Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge mit Schluss. Heute zum ersten Mal in der dritten Season von Shadowlands in M+ unterwegs. Und zwar in den Spitzen des Aufstiegs auf Mythschlussstufe 15. Wir haben hier tyrannisch, anstarrend, explosiv und den neuen Dungeon-Modifikator oder auch Affix genannt. Verschlüsselt aktiv, der ab 10, also ab Stufe 10 oder höher aktiviert wird. Und wie gesagt, tyrannisch, anstarrend, explosiv, das sind in der ersten Woche von Season 3 natürlich sehr nervige Affixe. Aber ja, das ist leider so, es ist trotzdem schaffbar, seine 15er zu spielen und sogar auch ein bisschen höher. Ja, die Besten haben auch schon diese Woche 20er bzw. 21er Keys geschafft in Time. Aber das ist natürlich die absolute Top-Top-Elite und die spielen da natürlich auch ihre Klassen und. Perfekt und spielen das Spiel gefühlt 24-7. So, ansonsten haben wir hier dabei einen Rachsuchtsdämonenjäger-Tank, einen Furorkrieger, einen Treffsicherheitsjäger, MM-Hunter auch genannt, und Wiederherstellungsschamane, so wie ich. Ich spiele Frostmagier. Man sieht momentan aber auch durchaus auch Arkanmagiere und Feuermagiere. Man kann aber wirklich eigentlich alles spielen. Es gibt jetzt nicht den krassen Magier-Spec, das wird sich auch noch alles entwickeln. Mit der Zeit, wenn wir das zweite Legendary bekommen, wenn wir unser 4er-Set-Bonus zusammen haben und. Aber schauen wir uns erstmal diesen Run hier auf entspannt an. Also hier sehen wir schon mal, Frostmagier ist bei solchen Puls nicht so geil. Furorkrieger und Treffsicherheitsjäger haben da brutal reingehämmert gerade. Und ich bin schon gut eine Million im Overall-Damage nach den ersten zwei Puls hinten dran. Das ist schade, aber das ist halt leider so. Mage ist aktuell, würde ich sagen, nicht die absolut krasseste Damage-Klasse in M+. Das kann sich aber noch ändern mit zweiten Legendary und vielleicht auch mit dem Klassenset-Bonis. So, ja, hier geht's wieder rein. Hier muss man rebellische Faust unterbrechen. Börde des Wissens, das habe ich mal unterbrochen, auf entspannt, weil das ist auch gefährlich. Wobei gar nicht so gefährlich, weil der tyrannisch aktiv ist und nicht verstärkt. Aber, ansonsten kicken, Damage. Hier halten wir gerade ganz gut mit im Damage, ja, gerade mal kurz auf dem ersten Platz hier gespiked, aber wir sind trotzdem alle relativ dicht beieinander. Das spricht eigentlich für ein gutes Balancing, wie ich finde, ja, alle so bei 20k DPS. Und das wird sich halt auch immer ändern, je nachdem, wo die Leute gerade ihre CDs reinziehen, wer seine CDs ready hat, wer nicht. Also CDs sind Abklingzeiten der großen, starken Zauber, wie zum Beispiel beim Frostmagier. Eisige Adern ist ein großer CD, also ein starker Zauber, gefrorene Kugel, Machtverschiebung und. So, jetzt geht's hier schon rein in den ersten Boss. Wir machen hier Blizzard rein, wir machen hier BL rein. Und wir haben tatsächlich hier eine Orb gefressen. Ja, wenn das jetzt ein 20er Key gewesen wäre, ich wäre tot gewesen. Ich habe echt eine schwarze Kugel gefressen. Das letzte Mal ist mir das gefühlt vor einem Jahr passiert, aber jetzt ist es passiert und das ist schade. Aber vielleicht passiert es auch im Unterbewusstsein, weil das nur ein 15er Key ist, in Anführungszeichen, und man sich da Fehler eh erlauben darf. Aber ja, das ist auch nur eine faule Ausrede, sowas darf einfach nicht passieren, dann ist gut. Ja, ansonsten, wir haben gerade hier dieses Relikt gekillt, und zwar das VY-Relikt. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Aber dieses Relikt, ich glaube, das ist wirklich nicht der Play. Also für manche Klassen vielleicht schon, aber für andere nicht. Ich glaube, wenn man immer bei den Bossen einfach das Ur-Relikt killt, also URH heißt das, das ist, glaube ich, overall gesehen für die meisten besser. Für ein Frostmage gar nicht mal so wichtig, weil ich würde sagen, ein Ur-Relikt ist noch besser für den Feuermagier und Arkanmagier. Für ein Frostmage ist actually das VY-Relikt, was euch Tempo gibt, gar nicht so schlecht. Aber ja, ist einfach, glaube ich, besser, immer das Ur-Relikt zu töten, vor allem beim Bossen, wegen CDs resetten, ja. Und der Boss ist auch schon tatsächlich schon gleich fast tot, nach gefühlt der zweiten Phase, die gerade mal hier vorbei ist. Weil wir haben echt sehr, sehr krassen Schaden dabei. Und man muss auch bedenken, spiele ich ja Frostmagier mit zersplitterndes Eis. Weil, zersplitterndes Eis ist bei diesem ersten Boss absolut krank. Sieht man auch in der DPS. Aber der Hunter hat mich trotzdem fast geschlagen. Obwohl das hier ein Frostmage-Paradies war. Der erste Boss ist wirklich ein richtiger Frostmage-Boss, wenn man mit dem Talent zersplitterndes Eis spielt. Allgemein seit Patch 9.2, beziehungsweise seitdem der Frostmage ein bisschen genervt wurde in 9.2 in Season 3,
spielt man jetzt vermutlich nicht mehr den Frostmage mit gefrierenden Regentalent, sondern immer mit zerstörendes Eis, weil es sich einfach nicht lohnt. Wobei hier natürlich trotzdem gefrierender Regen bei so einem Pull nice wäre, aber ja. Vor allem bei Bossen merkt man schon dieses zerstörende Eistalent. Und wenn man eh nicht so große Pulls macht, immer so Vierer-Pulls, Fünfer-Pulls, dann ist sowieso schon immer zerstörendes Eis der Play gewesen. So, aber auch hier sieht man wieder, ja, da ist einfach der Frostmage jetzt schlecht geworden in diesen großen Puls, weil wir nicht mehr mit gefrorenen Regen spielen, weil es halt genervt wurde, machen wir da wirklich kaum noch Schaden, wie man hier auch wieder sehen konnte, im Vergleich zu zum Beispiel in den MM-Hunter, ne? Also, das ist leider Gottes die traurige Wahrheit von dem Frostmage-Nerf, dass wir wirklich sobald so 6 Targets sind oder so und wir mit dem Talent zum Beispiel ins Eis spielen, dann machen wir kaum Schaden und können mit anderen Klassen einfach nicht mithalten. Wie zum Beispiel MM-Hunter, Elementarschamane oder auch Feuermagier, ja? Und gibt sicherlich noch andere Klassen, wie zum Beispiel Frost-Todesritter, vielleicht auch Unheilig-Todesritter. Und bestimmt noch irgendwelche, die ich vergessen habe. Aber ja, das ist auf jeden Fall die Schwäche vom Frostmagier jetzt. Wir haben wirklich nicht viel Damage, sobald richtig viele Ziele da sind, sondern unsere Stärke als Frostmage in M+, wenn wir mit dem Talent zersplitterndes Eis spielen, ist wirklich 2, 3 Targets maximal. Da können wir wirklich glänzen. Aber alles darüber wird dann schon schwierig. Aber natürlich trotzdem, wenn wir trotzdem guten Prioritätsschaden, also wenn irgendein Ziel gefährlich ist, was sterben muss, dann können wir halt das ins Target nehmen und das schnell runterbürsten mit den ganzen Eislanzen und Procs von der gefrorenen Kugel. So, hier haben wir jetzt Uber gekillt. Das wird uns gleich die Abklingzeiten zurücksetzen. Das ist sehr, sehr gut. Ja. Und das ist einfach schön. So, dann töten wir die auch hier. Aber ihr seht, wir haben bis jetzt hier 0 Tode. Wir flügen hier wirklich richtig krass durch. Der Damage ist absolut insane. Sehr, sehr gute Gruppe. Macht auf jeden Fall Spaß. So, ja, dann habe ich hier leider keine eisigen Adern ready, aber die können wir ja noch resetten. Hier ist es halt wichtig, die Goliaths der Verschmähten bitte unterbrechen. Und zwar, was sollt ihr unterbrechen? Richtig rebellische Faust. Und das ist eigentlich so das Einzige, was man hier aufpassen muss, diesen Pull. Weil man hier zweimal rebellische Faust kicken muss gleichzeitig. Und dann haben die ersten zwei schon mal auf ihre Unterbrechung Abklingzeit. Und dann müssen die anderen zwei in der Gruppe mit ihren Unterbrechungen arbeiten und reagieren. Aber auch das hat jetzt wunderbar geklappt. Und das Gute ist beim Schamanenheiler, dass der auch noch eine Unterbrechung mitbringt. Und von dem her gar kein Problem. So, ich habe jetzt hier eisige Adern gezündet. Das war wahrscheinlich ein Fehler. Die hätte ich mir vielleicht lieber aufsparen sollen. Aber wenn ich die hier noch einigermaßen resettet kriege, ist sogar noch okay. Ich habe ja auch schon Frostumwa reingeballert, damit wir mehr Resets kriegen. Jetzt haben wir so, ja, 55 Sekunden Cooldown. Ist nicht gut. Aber es läuft ja noch 15 Sekunden. Und wenn wir da schnell in die nächste Gruppe reingehen, dann können wir vielleicht noch weiter mit den aktuellen eisigen Adern die nächsten resetten. Also deswegen hier schnell rein. Ich caste einfach Blizzard rein. Ich habe hier auch Aggro, weil, ja, weil ich schnell rein wollte. Aber das hat, na, hat ein bisschen was gebracht. Jetzt haben wir gleich wieder CDs theoretisch ready. Waffe verzaubern, wenn ihr Bock habt, immer Zauberraum. Aber wenn ihr einen Schaman dabei habt, vor allem den Heal-Schaman, dann sollte der das einfach reinigen, weil dann könnt ihr weiter Damage machen als Mage. Doktrin der Verschmähten bitte auch unterbrechen, denn das heilt die gegnerischen Menschen und das wollen wir nicht. Hier habe ich jetzt einen Strahl abbekommen und hier bin ich tatsächlich geprockt. Also ich bin in den Samen gewesen. Das Problem war, ich habe mich von diesen VY-Typen abschießen lassen. Ich habe die Linie nicht gesehen, weil es hier so ein bisschen unlucky war. Und die, ja, das Optische, weil es hier so hell ist und so, ist auch ein bisschen unglücklich gelaufen. Aber zum Glück hat das noch nicht als tot gezählt, weil ich ja Nightfae bin. Und da hat man quasi alle 10 Minuten einen kostenlosen Tod. Alles gut von dem her. Außer ein bisschen Damage-Verlust geht es hier ganz normal weiter. Und dann haben wir jetzt hier einen Speer reingeschmissen von den Kyrianern. Und die innere Zwietracht bitte auch unterbrechen vom Inquisitor. Das ist ja auch wichtig, ja. Der Goliath und der Inquisitor ist hier auf jeden Fall gefährlich in dem Pull. Aber ihr seht's, Digga, die schmilzen alle so weg. Auch hier wieder der MM-Hunter. 30k DPS.
Er zerschießt einfach wirklich alles. Er ist absoluter Blaster vor dem Herren, Dude. So, hier, die lassen wir einfach aus wie richtige Gamer. Und dann springt man hier einfach rein. Weil, ja, wenn man die auslässt, kommt ja nicht dieser Engel. Dann muss man einfach springen. Wenn man weit genug kommt, dann reicht das und wird hier dann geengelt, ne? Und von dem her, ja, und da das hier alle Gamer sind, haben es alle geschafft. Ship, ja gut, wir sollen jetzt hier das Schiff benutzen, um zu skippen. Nein, natürlich Spaß, er hat sich verschrieben. Er meinte skip, also abkürzen, sprich unsichtbar gehen und einfach vorbeilaufen zum Boss. So, ja, dann sind wir auch schon beim zweiten Boss. Richtig schnell, ohne Tode. Theoretisch bin ich einmal gestorben, aber das hat nicht gezählt. Auch nicht für diesen Counter. Und hier mal wieder den Ur gekillt, das ist gut. Wie gesagt, ich würde euch auch empfehlen, vor allem in tyrannischen Wochen immer den Urzerleger oder das Urrelikt als erstes zu töten. Denn das bestimmt, was ihr als Buff dann bekommt und was ihr als Add danach bekommt. Ich kann auch gleich nochmal genau erklären, wie das funktioniert mit diesen neuen Affix, aber ich denke, das hat jeder verstanden. Ja, ansonsten hier müssen wir einfach ausweichen, ausweichen, ausweichen und Damage, Damage, Damage machen. Ein kleines Problem ist hier, dass wir kein BL ziehen können, also Zeitkrümmung, Kampfrausch, Blattlast, wie auch immer man es nennen mag, weil wir leider Gottes zu schnell sind. Du willst normalerweise hier BL ziehen bei diesem Boss, weil es halt tyrannisch und der ist schon nicht ohne. Der macht guten Schaden und diese Kugeln dazu dodgen auf Dauer ist halt. Kann halt passieren, dass man Fehler macht und sich davon treffen lässt. Wie zum Beispiel jetzt hier haben sich welche treffen lassen. Uff. Der Krieger und der Hunter. Da waren die auf jeden Fall mal kurz getroppt. Auf einen 20er-Key oder so wären die auf jeden Fall tot gewesen. Das ist schade, aber deswegen machen wir ja kein 20er-Key. So, blendendes Licht ist ein frontaler Angriff. Einfach ausweichen. Perfekt. Gamer. Und ansonsten seht ihr hier im Damage-Meter, ich als Frostmage kann mich relativ gut behaupten im Single-Target mit zerschlitterndes Eistalent, aber natürlich ist es halt kein Zwei-Target-Cleave oder so, sondern nur ein Target. Und da ist jetzt der Frostmage auch nicht wirklich der geilste, muss man sagen. Obwohl ich hier gerade sogar auf die 1 mich katapultiert habe. Jetzt ist aber wieder der Furorkrieger auf der 1, weil er wohl nochmal CDs ready hat. Und den werde ich wahrscheinlich nicht mehr bekommen, ja genau. Selbst der MM-Hunter hat mich noch hops genommen. Holy shit, aber das war sehr, sehr knapp. Im Prinzip kann man sagen, ausgeglichen. Wir waren alle auf demselben Niveau, was DPS betrifft. Und ja, dann fliegen wir hier weiter mit den Engeln. Da habt ihr auch gerade einen kleinen Trick gesehen. Man kann diesen Engel einfach direkt anklicken, wenn man springt und klickt gleichzeitig im richtigen Moment. Kann man so, ja, 2, 3 Sekunden rausholen, wenn man ein bisschen schwitzen will. Hier schreibe ich jetzt im Chat, I'm going fire after third boss. Also, ich gehe Feuer nach dem dritten Boss, aber hab's dann doch nicht abgeschickt. Weil, KA, ich dachte mir dann so, ach, scheiß drauf, ich schreib's nicht, ich mach's einfach. Weil ich mir so denke, ach, als ob ich jetzt hier noch was schreibe als letzter DD. Das ist immer so ein bisschen cringe, wie ich finde, wenn man als letzter DD noch irgendwelche Sachen in Chat schreibt. Deswegen dachte ich mir so, ach, halt einfach deine Schnauze und spiel weiter und mach einfach. So, dann hier haben wir jetzt den Wo gekillt. Also wir haben zuerst das Wo-Relikt gekillt und dann kommt halt ein Wo-Add raus. Und dieses Add bringt euch oder bringt uns Unsichtbarkeit, Bewegungsgeschwindigkeit und ich glaube noch irgendwas anderes. Verringerter Schaden oder so. Aber ja, diese neue Mechanik ist ziemlich nice. Dadurch ist man nicht unbedingt mehr auf Schurken angewiesen. Sondern kann sich halt entscheiden, selber Skips zu machen im richtigen Moment mit, wenn halt so Reliktegruppen vor euch sind. Und wie gesagt, da sind drei Relikte, VY, Ur und Wo. Und je nachdem, welches Relikt ihr zuerst tötet, jetzt ist zum Beispiel Ur-Relikt wieder zuerst gestorben, das bestimmt dann, welches Add rauskommt und welchen Buff wir bekommen. Natürlich müsst ihr trotzdem, nachdem ihr dieses erste Relikt getötet habt, die anderen zwei trotzdem noch töten. Aber das erste Relikt, was fällt, das bestimmt euren Buff. Und ja, es gibt halt drei Buffs. Einmal Ablenkzeitenverringerung, das ist Ur. Dann Tempo-Buff, das ist VY oder Vue oder Vai, keine Ahnung. Und das Wo-Relikt ist halt unsichtbar machen und schnell rennen.
So kann man es zusammenfassen. Ich glaube, das Urrelikt gibt auch noch irgendwie Heal, glaube ich. Also deswegen ist das Urrelikt auch not bad, weil man dann sehr, sehr viel Healung bekommt und dadurch wird man auch so ein bisschen gerettet in gefährlichen großen Pulls. Und deswegen ist, würde ich sagen, overall, wenn man immer das Urrelikt einfach tötet oder meistens, ist es wahrscheinlich das Beste, was man aktuell machen kann. So, ja, dann töten wir die hier. Gehen schön auf entspannt hinter die Wand. Perfekt, schön. Und dann machen wir hier Machtverschiebung und natürlich Anstacheln ist immer gefährlich, aber das passt. Und wir gehen anscheinend direkt in den Boss rein, okay. Und falls ihr es schon mitbekommen habt, immer wenn ihr einen Boss pullt, dann kommen auch diese drei Relikte und auch da wieder gleiches Spiel. Jetzt hier haben wir zum Beispiel VY wieder zuerst gekillt. Das ist, glaube ich, ein Fehler, ein massiver Fehler, was wir gemacht haben. Wir hätten Ur auf jeden Fall töten können, weil dadurch gewährleisten wir eventuell, dass die Leute safe ihre CDs jetzt hier am Pull reinbekommen und dann in der Damage-Phase nochmal. Ich bekomme es eh rein, wenn ich gute Procs habe und meine eisigen Adern vernünftig Reset bekommen. Für mich ist Tempo gar nicht so schlecht, weil mehr Tempo bedeutet mehr Procs, schneller Procs. So dass ich meine eisigen Adern auf jeden Fall safer resettet bekomme. Aber ihr seht, es proc gerade einfach nicht. Also da rettet schon der Tempo-Buff so ein bisschen. Also mir ist es relativ egal, aber für die anderen ist es wahrscheinlich besser gewesen, wenn wir Ur gekillt hätten. So, ja, jetzt halten wir natürlich die Cooldowns. Also die gefrorene Kugel und die eisigen Adern heben wir uns auf für die Damage-Phase, die gleich kommt. Die ziehen wir jetzt nicht direkt. Deswegen drücke ich ja auch nicht Rune. Gut, Rune hätte man vielleicht noch hier drücken können, die andere. Okay, ne, jetzt geht's eh schon rein. Wir machen hier sogar Import, wir machen sogar Kampfrausch. Kampfrausch hätten wir halt, wie gesagt, eigentlich beim zweiten Boss genommen, aber weil wir so schnell sind, machen wir es halt so. Und, wir blasten hier auf jeden Fall gut rein. Ich habe sehr, sehr gute Procs, sehr, sehr gute Hagelprocs. Das ist stark. Und dementsprechend sieht auch die DPS ziemlich gut aus. Da hatte ich gute Procs auf jeden Fall. 15k Burst DPS gespeakt. Das ist gut, würde ich sagen, als Frostmage. Viel mehr geht da wahrscheinlich nicht. Mit aktuellem Gear. Und dementsprechend sind wir hier sogar gerade Erster, was relativ erstaunlich ist als Frostmagier. Bei Single Target auf der 1. Das ist nicht so oft der Fall. Ihr seht es doch, der Furorkrieger, er kommt wieder näher ran jetzt wieder. Ne? Also, wir sind noch nicht durch. Der wird uns wahrscheinlich noch holen. So, jetzt hier mache ich hier nochmal eine Kugel rein. Ja, mache ich, okay. Das ist wahrscheinlich auch der Play auf jeden Fall. Hier einfach nochmal zur Sicherheit richtig abgelegt, aber man hätte es auch irgendwo hinlegen können, weil der Boss eh tot ist. Und das passt, das ist schön. Jetzt schreibe ich dann doch Going Fire. Okay. Ich weiß halt nicht. Normalerweise macht man das nicht unbedingt in 15ern, wobei halt 15er aktuell ziemlich schwer sind. Aber ja, da wir hier Tyrannisch haben und ja, beim letzten Boss ist theoretisch auf jeden Fall Feuer besser, aber ich hätte auch einfach Frost wahrscheinlich bleiben können, wäre auch egal gewesen oder okay gewesen. Wir sind eh so schnell, aber ich wollte es einfach mal probieren. Und ja, so mache ich das halt. Ich port mich vor den Dungeon mit dem 20er-Teleport. Dann switche ich um auf Fire. Guck nochmal hier kurz die Conduits. Vor dem M-Plus-Dungeon bin ich schon auf Feuer gegangen und habe Korain extra ausgewählt. Weil wenn er das nicht vorbereitet, dann wäre jetzt Traumweber ausgewählt gewesen. Und dann hättet ihr die falschen Conduits, weil ich habe ja auch mit Traumweber als Frostmage gespielt. Also da müsst ihr ein bisschen Vorbereitungen treffen, damit es passt. Aber ja, deswegen habe ich da Korain einfach drinne und das passt eh. Und die haben sogar hier auf mich gewartet. Und dadurch können wir auf jeden Fall ganz gut diese Gruppe hier auslöschen. Innere Zwietracht oder was es war, haben wir nochmal unterbrochen. Und ja, die Gruppe ist einfach gestorben, aber guckt euch das an. Der MM-Hunter hat 40k Burst DPS gedrückt. Holy moly, da kommt selbst ich mit meiner Combustion, mit meinen Einäschern als Feuermage nie mit. Mit diesem kranken Burstschaden vom Treffsicherheits- bzw. MM-Hunter. Also der scheint aktuell echt ziemlich abzugehen, oder wir haben einfach mal einen God Gamer erwischt. Kann natürlich auch immer sein.
Guckt euch auch die Overall DPS an, der MM hat das bei 16,7k. Und das in den 15er Key. Das ist schon ziemlich stark, was der da veranstaltet. So, dann pullen wir jetzt hier den. Und man hätte ja sogar theoretisch auch zwei spielen können. Das wäre vor allem sick gewesen, wenn... als Frost, aber ich wusste halt nicht, ob er hier zwei pullt oder nicht. Vielleicht hätte er sogar zwei gepullt, wenn ich Frost geblieben wäre. Das wäre optimal für mich gewesen. Aber das konnte ich halt nicht wissen, jetzt in so einer Random-Gruppe, in so einer Spontan-Gruppe, ohne Voice und so. Und von dem her ist hier generell schon, ja, Feuer besser, wenn man halt hier einzeln pullt. Wenn man jetzt, wie gesagt, zwei Engel gleichzeitig gepullt hätte, den linken noch dazu, dann wäre Frost actually besser wahrscheinlich gewesen mit zerstörendes Eis. Aber nun gut, hat er nicht gemacht und von dem her passt. So, dann töten wir auch den Engel hier noch auf entspannt. Perfekt. Ja, ansonsten diese Sperre, die muss man natürlich ablegen irgendwo. Wenn die kommen, ausweichen und dann dementsprechend positionieren, sodass man sich nicht von diesen schwarzen Wellen treffen lässt. Weil die sind gefährlich und können euch töten. So. Dann, ja. Töten wir den hier. Hier war auf jeden Fall gefährlich. Stand ihn nicht ganz so safe. Ich benutze ja auch gerade mein Legendary Proc nicht, weil ich lost bin. Beziehungsweise keine Zeit. Muss halt moven. Kann da nicht wirklich hardcasten. Und jetzt haben wir hier wieder ein Problem. 12 Sekunden CD habe ich noch auf meine Combustion. Und ich würde halt gerne hier mit dem Speer reingehen. Weil jetzt bekommt der Engel mehr Damage. Aber ich habe noch keine Combustion ready. Das ist halt auch wieder bitter. Weil wir einfach zu schnell sind. Weil der Key gefühlt zu low ist für unsere DPS. Also das war nicht optimal. Trinket habe ich auch nicht benutzt. 2, 1. Jetzt ist es erst ready. Also alles nicht optimal hier gespielt für den Feuermage. Aber ist egal. Das passt so. Und wir machen ja trotzdem sehr, sehr guten Schaden. Auch hier wieder hätte man noch eine Rune vorher stellen müssen. Das war auch wieder lost gespielt. Weil ich einfach keine Zeit finde, weil der Mob eh schon wieder tot ist. So, ja, der ist tot. Und wir haben... Wir sind vorm Endboss und wir haben noch 16 Minuten und 30 Sekunden auf der Uhr. Holy shit, wir sind so schnell. So, und hier wäre es halt optimal, wenn wir jetzt hier Urkill... Den nehme ich auch schon ins Target. Perfekt. Stirbt er auch als erstes? Der stirbt als erstes. Wunderschön. Und, ja. Man sollte dann wahrscheinlich auch den Urzerleger fokussieren, sobald halt alle Leute Cooldown haben auf ihre großen CDs. Was ich jetzt hier gerade nicht unbedingt mache. Auch hier wieder einfach so abgefeuert, ohne eine Rune zu legen. Auch wieder schlecht gespielt von mir. Ist nicht gut für den DPS. Hab hier gerade die ganze Zeit den Debuff. Ich werde nicht dispelled, den lassen wir wohl einfach auslaufen. Ich hätte ihn auch blocken können eventuell. Aber ja, jetzt hier abgründige Detonation und Sahila ist gestorben. Was ist denn da passiert? Der hat sich anscheinend irgendwie treffen lassen. Irgendwas ist passiert. Das ist schade. Und ja, auch hier wieder. Ist nicht so gut gelaufen für mich, was ich hier veranstalte. Weil die jetzt wegspringt und ich bin noch mitten in der Combustion. Und die Combustion ist auch wirklich schlecht gespielt. Höllische Kaskade ganze Zeit getroppt. Und ja, generell nicht gut vorbereitet. Ich hätte warten sollen bis zur nächsten Phase. Also sehr, sehr viele Fehler hier, die ich gemacht habe. Schon bei dem Endboss, was DPS betrifft. Das ist schade. Aber so ist das. So, dann wurde jetzt hier der Speer geworfen. Perfekt. Der hat den wieder runtergeholt. Danke dafür. Und jetzt habe ich keine Cooldowns, weil ich getrollt habe. Also das ist wirklich nicht gut, aber zumindest haben wir eine Rune. Wir haben Pyroklasmus Proc und Legendary Proc. Das ist einigermaßen noch zu verkraften. Leider keine Feuerschläge hier gerade ab. Nicht so geil, aber wir machen das Beste draus. Aber ja, hier geht auf jeden Fall viel, viel mehr DPS als Feuermage, wenn man es ein bisschen cleaner spielt, ein bisschen sauberer spielt. Besseres Timing hat, vielleicht auch einen höheren Key maybe auch, wo alles ein bisschen länger vorher lebt. So dass das Timing passt. Aber ja. So, dann hier nochmal Machtverschiebung. Jetzt haben wir wieder die Combustion ab, aber das Trinket ist noch 30 Sekunden auf CD, aber das ist egal, wir gehen direkt rein. Ohne Trinket halt, ist dann so. Jetzt hier Pyroklasmus Brock, das haben wir mal gut gemacht. Schön hellisch Kaskade-Stacks verlängert. Wir hauen noch ein Pyro raus.
Das ist actually sick, 50.000er Crit. Das haben wir doch mal relativ gut hinbekommen, diese Combustion, muss ich sagen. Das war auf jeden Fall verkraftbar. Da sind wir auch direkt mal auf 7 kDPS. Weil das war, ja, erstens Brocklack und zweitens gut reagiert und gut gespielt, würde ich sagen. So, ansonsten ist der Boss auch schon bald tot, aber er hat natürlich auch sehr, sehr viel Leben, ne? Weil ein 15er ist schon nicht ohne aktuell. Man muss halt bedenken, wir sind in einer neuen Season, wir sind alle under-equipped, undergeared. Und gefühlt, oder nicht gefühlt, es ist so, ein 15er fühlt sich halt so an wie ein 20 oder sogar 23er in Season 2 oder 22er, 21er, so in die Richtung. Also ja, die haben schon echt sehr, sehr viel Leben. Ist nicht ohne und wie gesagt, tyrannisch kickt er natürlich auch noch mit rein. So, das ist schade hier, Pyroklasmus. Ich hatte zwei Procs gehabt, leider sind die ins Nichts gelaufen. Das ist sehr schade. So, ich habe jetzt hier meine Orb benutzt. Okay. Ja gut, der Boss ist halt eh gleich tot. Bekomme ich hier meine Combustion noch ready? Wird sehr knapp. Das ist schade. Deswegen habe ich meine Orb wahrscheinlich benutzt. Ja. Boss bei 6%, Combustion in 4 ready. Ich bekomme sie nicht mehr wirklich ready. Das ist sehr bitter. Aber das ist so. Jetzt drücke ich sie einfach nochmal. Der hatte noch 1%. Yay. Nochmal ein 12.000er Crit. Let's go. Und der MM-Hunter hat uns trotzdem noch geschlagen, auch bei diesem Single-Target-Boss. Und da haben wir Spitze des Aufstiegs in Season 3 auf Mythschluss 15 geschafft. Plus 2 sogar in Time. Und ihr seht, wir sind sogar letzter an der DPS. Aber trotzdem, alle drei Leute hier, alle drei DPS-Spieler haben sehr, sehr gute DPS gemacht, würde ich sagen. Aber MM-Hunter natürlich ein bisschen vorneweg. Ist halt ein guter Spieler gewesen, guter Gamer. Und eine gute Klasse obendrauf. Und der hat hier sogar einen Socke gelootet. Einen Hals mit Socke. Ja, Glückwunsch an ihn. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr noch gerne ein Like da lassen. Bedankt fürs Zuschauen. Haut da rein. Ciao, ciao.